Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Transport Fever 2, nachdem wir vor 2 Tagen einen Stream hatten. Ich will mal ganz kurz euch auf Stand bringen, für diejenigen, die den Stream nicht gesehen haben. Ihr könnt ihn natürlich auch noch nachschauen, der wird irgendwann online gehen oder ist vielleicht schon. Ja, ich bringe euch trotzdem kurz auf Stand, in aller Kürze. Wir haben uns zuerst um Peter de la Blumenberg gekümmert. Das ist hier drüben die Stadt von Bürgermeister Peter. Der hat sich Ziegel gewünscht für seine Stadt. Und die hat er jetzt bekommen, die haben wir auf schwierigen Weg besorgen müssen. Ja, die Stadt steigt leider noch nicht so richtig an. Und es kommen ein paar Ziegel auch an. Nicht besonders viele, da müssen wir gucken, vielleicht bekommen wir irgendwie noch mehr hin. Das sehen wir mal. Die Ziegel kommen hier aus Valence, ganz unten im Süden. Hier haben wir ein Ziegelwerk und da haben wir dann im Stream eine Linie eingerichtet. Von hier, vom Ziegelwerk zum Bahnhof. Ein neuer Güterbahnhof ist es hier geworden, beziehungsweise ein Gütergleis haben wir dahin gemacht. 8 Ziegel liegen da rum, das ist ja mal gar nichts hier. Ja, mal kurz mal gucken, was hier los ist. Aha, Lamoischel-Ziegel. Die gehen da hoch. Aha, okay, das ist was ganz anderes. Valence gucken wir uns nicht an, da ist so viel Stau. Da gucken wir gar nicht erst hin. Jedenfalls, die Ziegel werden mit dem Zug hier hochgebracht zum Flughafen in Zürich. Da liegen auch schon ein paar rum. Was ist da los? Hier vorne mal drauf gucken. Oh, 80 Stück! Könnte vielleicht sein, dass sie zu wenig Flugzeuge haben. Das wäre möglich. Da wollen wir gerade mal gucken. Der Dumbo hier ist unterwegs mit 10 Ziegeln. Na komm, der startet gerade hier. Ja, da wäre es vielleicht nicht so ganz schlecht, wenn wir noch 2, 3 weitere holen würden. Kein Wunder hier, dass da nichts ankommt im Blumenberg. Komm, du wirst geklont. Dumbo. Der kommt hier gerade raus und ich würde sagen, die fliegen von hier, von Zürich, nach Honigblume hier rüber und von dort aus kommen sie dann eben mit einer Gütertram hier bis in Petersstadt rein. Und ich würde sagen, dass wir jetzt auf hier dieser Seite auch noch ein Flugzeug kaufen. Einen weiteren Dumbo. Zürich, Honigblume, Gütern. Da steckt der Dumbo Nummer 3. So, dann geht es auf jeden Fall schon mal schneller. Das war das Erste, was wir gemacht haben. Da müsst ihr vielleicht mal gucken, dass da noch mehr Ziegel bei ankommen. Wir schauen mal gerade kurz hier in das Werk unten rein. Unter Abnehmer. Peter de la Blumenberg. 17% wurden bisher bloß transportiert, das geht auch besser. Immerhin 45 sollen dahin geliefert werden. Ja, ungefähr ähnlich wie nach Moichel, La Moichel von Bourg-les-Valence. Ist eine von diesen... Ah, hier. Ja, aber geht so einigermaßen, würde ich sagen. Aber trotzdem könnte man natürlich mehr nach Blumenberg liefern. Das müssen wir mal schauen irgendwie. So, als nächstes haben wir noch einen weiteren Flughafen gebaut und zwar hier oben. Der war lange gewünscht bei Leer Wolf hier. Hat sich der Numen gewünscht, der wollte eigentlich gerne hier einen haben. Ganz in der Nähe seiner Stadt. Airwolf hat sich auch einen gewünscht, die müssen sich das natürlich teilen. Es gibt ja nicht für jede Stadt einen eigenen Flughafen. Und ich habe lange überlegt, wo machen wir da einen Flughafen am besten hin, wegen der Emissionen, die die Flugzeuge ausstoßen. Und mir ist keine andere oder keine bessere Wahl eingefallen, als das hier hinzumachen. Hier können die Flugzeuge einigermaßen starten und landen. Schauen wir mal kurz, wie das aussieht hier mit den Emissionen. Man sieht es hier. Es ist doch nicht ganz so schlimm. Wird wahrscheinlich mit der Zeit noch schlimmer sein. Im Moment fliegt da auch nur ein einziges Flugzeug. Aber das funktioniert jetzt gerade so, dass die in diese Richtung starten. Das klappt wohl einigermaßen. Und aus dieser Richtung kommen sie, da landen sie. Und weder Leer Wolf hier noch Chambéry, du Ziquet, noch natürlich Nomarburg ist irgendwie davon betroffen. Und hätten wir das hierhin gemacht, dann wäre das hier voll drauf gekommen. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe eine Mod aktiv. Muss ich mal schauen. Dass Emissionen ausbalanciert werden. Ich schaue mal gerade. Nein, ich habe mich getäuscht, ich habe die Mod nicht. Die heißt, glaube ich, Emission Balancing oder irgend sowas. Und die besagt, dass Elektrofahrzeuge weniger Emissionen verursachen, Flugzeuge mehr. Also das ist ein bisschen realistischer, wirkt alles. Und das ist jetzt gerade nicht aktiv, ich habe mich auch gerade schon gewundert. Sonst wäre das nämlich hier noch viel schlimmer mit den Emissionen. Normalerweise ist es tiefrot in den Flughäfen. Und ich werde die aber wieder aktivieren, weil ich das einfach besser finde, wenn es realistischer ist. Also, wenn die Mod aktiv ist und hätte ich den Flughafen hier gebaut, das wäre nicht schön gewesen für Nomarburg. Ich hoffe, der Numen kann mir verzeihen, dass er jetzt keinen Flughafen hier hat. Aber wir haben ihm hier eine Tramlinie gebaut. Von seinem Bahnhof hier.
darüber durch Leer Wolf hier bis zum Flughafen hin. Da scheint im Moment Stau zu sein. Ja, ist es. Aha. Warum? Hier halten irgendwie alle an. Vielleicht liegt es auch am Bahnübergang oder was? Man weiß es nicht. Ist komisch. Nur an dieser Stelle irgendwie halten sie irgendwie an. Und es gibt Rückstau. Na gut, das werden wir uns vielleicht mal anschauen. Eventuell die Straße vierspurig machen, Busspur extra, eventuell hier eine Unterführung oder eine Brücke rüber. Oder wir gucken mal, vielleicht löst es sich von alleine auch wieder auf. Ja, das haben wir hier gemacht. Hier fliegt im Moment ein einziges Flugzeug und zwar nach Zürich. Zürich, Leer Wolf hier. Macht sogar schöne Gewinne. 1 Million, einfach so. Es war kein so großer Aufwand. Hier runter. Wir haben übrigens hier unten auch den Flughafen ersetzt. Ein kleiner Flughafen wird zu einem großen Flughafen. Was ist das denn hier? Das ist ja, der ist ja erhöht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, auf jeden Fall fliegender Hansi. Der fliegt mit 7 Leuten besetzt. Das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet, aber das kommt vielleicht auch noch. Das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen eingewöhnen. Weiß man nicht genau. Ja, das werden wir noch ein bisschen beobachten. Da ist anscheinend gerade im Moment noch nicht notwendig, dass wir einen weiteren Flieger da reinpacken, oder? Ja. Ja, komm, wir machen noch einen zweiten. Was soll's? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt dafür einen hatten. Große Flugzeuge haben wir noch nicht. Passagier. Das war die, glaube ich. Douglas DC-4. Ja, scheint so zu sein. Oder wir können das einfach klonen, geht ja auch. Ja, Massenklonen. So, fliegende Hansi. Zwei. Gut, also das läuft auch wunderbar. Oh Gott, hier haben sie schon angefangen, alles voll zu bauen. Ich habe im Stream erst mal diese Brücke gebaut. Hier war auf dieser Seite noch gar nichts. Und jetzt bauen sie das schon voll. Schön. Das haben wir gemacht. Dann haben wir in Hohenlimburg einige Buslinien gebaut. Oh Gott, wie sieht's hier aus? Ich schaue mal gerade auf unseren neuen Zopp. Der ist auch neu. Da gab es Probleme. Den habe ich dann am Ende des Streams viel zu schnell noch umgebaut. Da hat sich alles hier geknubbelt, aber das hat sich wieder verlaufen irgendwie. Sehr groß geworden hier, dieser Zopf. Oh, ihr sieht widerwärtig aus hier. Ich sehe, dass wir da so langsam mal den Unterhalt erhöhen könnten. Sehr schlechter Zustand. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, wir haben hier einige Buslinien gebaut. Schauen wir da auch gerade mal rein. Kann man das halbwegs erkennen? Nein. Kann man nicht. So, hier ist besser. Neu ist, dass wir diese Pixeltalbahn, das ist die Tram, die hier diese kleinen Ortschaften hier oben auf dieser Hochebene verbindet, durch das Pixeltal, so heißt das. Die ging bisher bis hier runter. Da hat die ihre Endhaltestelle. Wir haben das jetzt weitergebaut, hier durch diese, ja, durch dieses Neubaugebiet hier, bis hin zum Flughafen, darüber. Ich denke, das war eine ganz gute Sache. Wie schaut's aus? 350k. Finanzen, ja. Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Okay, das haben wir gemacht. Wir haben auch hier 2 neue Linien gebaut. Diese orangene und die blaue. Diese Ortsteile, die auch neu sind, also diesen hier anbindet und die führen hier zu einem neuen Bahnhof hin. Oder beziehungsweise zu einem neuen Zapp-Bushaltestelle, was auch immer. Und das sieht unmöglich aus. Was ist denn das hier? Da müssen wir erstmal alles auf bisschen verlegen hier. Ist ja fürchterlich. Saint-Égrève Süd, das ist eine der beiden neuen. Packen wir jetzt auf die 2 drauf. So, jetzt haben wir Saint-Égrève Südberg, ist auch neu. Das ist auf die 1. So, jetzt haben wir es schön verteilt. Okay, genau, das war auch noch neu. Ich glaube, das war's mit den neuen Buslinien hier in der Stadt. Ich wollte eigentlich noch eine weitere Buslinie irgendwie, beziehungsweise der Honigblume hat sich das gewünscht, noch eine weitere Buslinie hier oben an dieser Uferstraße hier. Und dann irgendwie, weiß ich auch nicht, zum Zopf darüber oder so. Das ist hier die Abdeckung. Das geht einigermaßen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Vielleicht machen wir das später noch. Genau.
Das war das. Und der John, der hat sich viele Sachen gewünscht hier in seiner Citadelle de Jean da. Ich habe das alles nicht gemacht gestern. Ich bin nicht mehr dazu gekommen. Beziehungsweise habe es auch nicht so richtig gesehen, dass er da was machen müsste. Er hat hier sich neue ÖNPV gewünscht, neue Buslinien und auch Buslinien ins Hinterland. Das kommt auch noch. Ich würde sagen, dann machen wir vielleicht auch was darüber nach Voiron irgendwie, dass sie da besser hinkommen. Ich würde sagen, das machen wir noch. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass wir da nichts mehr machen konnten. Und da war der John auch schon weg. Und dann habe ich hier einen Arc de Triomphe hingebaut. Das finde ich ist noch so ein E-Tüpfing gewesen für den Stream. Ganz nach 11, spät abends haben wir das noch gemacht. Da fahren sogar die Trams mittendurch. Ich finde, es ist richtig schön geworden. Er hat sich eine Burg oder eine Zitadelle gewünscht in seiner Stadt. Jetzt hat er hier diesen Triumphbogen. Ich finde, der sieht wirklich, wirklich klasse aus. Eine ganz tolle Mod. Ich muss mal gucken, ob ich euch die verlinke. Unten in der Videobeschreibung habt ihr einen Link zu der Mod-Kollektion. Da sind alle Mods drin, die ich benutze. Und ich hoffe, die ist auch mit dabei. Wenn nicht, dann muss ich mal dran denken, das da reinzupacken. Ja, also eine sehr coole Mod und es sieht auch sehr cool aus. Habe ich noch einen Kreisel drumherum gebaut. Das ist die Hauptdurchgangsstraße hier. Von mir aus können sie das auch gerne noch ein bisschen einbauen. Oh, komm, ich helfe da mal kurz ein bisschen nach. Aber ja! Wir bauen hier weiter. Komm. So, wie schaut's denn hier aus? Dürfen wir die Straßen bebauen? Was haben wir denn da gesagt? Da dürfen sie. Ja, von mir aus dürfen sie da weiterbauen. Noch irgendwie so Querverbindung. Ich hätte das natürlich schon gerne eingebaut hier. Da dürfen gerne, weiß ich auch nicht, Häuser drumherum, alles wie es will. Also sie dürfen sich nur nicht da reinstellen. Das habe ich, glaube ich, verboten. Das ist eine von Marx Straßen, Trump-Paketstraßen, wo keine KI ranbauen darf, also keine Häuser bauen darf. Und es soll auch so bleiben. Ja, so sieht es aus. Ich finde, es ist ganz nett geworden und ich finde, das wertet hier auch Johns Stadt ein bisschen auf. Sehr schön. Ja, das war's. Das war unser kurzer Überblick und jetzt ist die Folge schon halb vorbei. Ist es zu fassen? Ja, oh Gott. Ich schaue hier gerade und es ist so schön, wie das hier alles funktioniert. Ist doch nicht lange her, liebe Leute. Ihr erinnert euch bestimmt erst ein paar Folgen, da war das alles auf grüne Wiese hier. Und hier auch. Und jetzt sind wir schon mitten in der Stadt. Ah, oh, es ist schön. Ja, sehr schön. Seid ihr voll? Eine halbe Million Gewinn? 14 Jahre alt. Wollen wir das mal austauschen vielleicht? Das sind diese Teile hier mit 40 km/h. Ich würde sagen, wir tauschen die mal aus. 21 Leute passen rein. 23, 26 sogar. Ja, komm, wir tauschen mal aus. Ich überlege nur gerade, ob die 60 km/h fahren sollen oder 40. Das ist jetzt mittlerweile alles innerhalb der Stadt. Die hat ja teilweise über Land geführt, diese Strecke. Mittlerweile ist es alles Stadt. Das heißt, die können sowieso nicht schneller fahren als, weiß ich auch nicht, was der erlaubt ist, 40 oder 50. Und deswegen ist die hier, glaube ich, okay. Wir tauschen die mal aus, alle. So. Wunderbar. Und da gucken wir heute mal, dass wir hier uns ein bisschen... Oh! Die beiden Ortschaften sind zusammengewachsen. Ja, dass wir uns heute ein bisschen hier um diese Ortschaften hier kümmern. Wir haben, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal erst Voiron angeschlossen. Und diese Stadt ist in die Höhe geschossen. Das ist unglaublich. Die hat schon 800 Bewohner. Guckt euch das mal an hier. Steilst nach oben. Senkrecht. Ist der Hammer. Ja, das hat sich richtig ausgebreitet. Man sieht es auch, dass die Buslinie, die wir hier gebaut haben, hier in Lila kaum zu erkennen, dass die jetzt schon outdated ist. Die müssen wir eigentlich jetzt schon nach außen verlegen. Ich glaube, das machen wir auch. Alter. 8 Jahre alt. Das ist doch, glaube ich, nicht genug. Auf oder zwei dazu. Und ich lege die gerade mal ein bisschen nach außen. Das muss ein bisschen größer werden alles. Ja. Wir sollten vielleicht hier noch eine Bushaltestelle dazwischen machen. Was ist das denn hier? Was ist das für... Oh!
Oh, was ist denn das für ein Knick hier? Was machen die hier, liebe Leute? Was ist das? Sorry, aber da muss ich mal eingreifen. Das geht so nicht. Tut mir zwar leid um die ganzen schönen Häuser, aber das geht so nicht. Also unfassbar, was die sich da ausdenken hier. So, das kriegen wir besser hin irgendwie. Da werden wir mal kurz den Bagger holen und das Gelände mal ein bisschen angleichen. So. Das sieht zwar immer noch ein bisschen schaukelig aus hier, hubbelig, aber ist auf jeden Fall besser. Ja, wo waren wir gerade? Wir bauen hier noch eine weitere Bushaltestelle hin. Sollen wir da noch eine hin in die Mitte? Ah nee, das brauchen wir nicht. Hier ist ja eine und da oben ist eine, das passt schon. Gut, also weiter. Ich würde sagen, dieser Bus müsste eigentlich auch da oben rumfahren. Mal hier eine Bushaltestelle hin. Und dann da oben eine. Dann fehlt uns hier eine Straße. Ja. Da fährt er hier runter. Und auch hier kann man ein bisschen ausweiten, würde ich sagen. Da drüben hin. Und hier oben. Nächste halt hier. So, jetzt habe ich hier jede Menge Bushaltestellen hingebaut und weiß selber nicht mehr, wo die alle hingehören oder was damit gedacht ist. Wir haben jetzt hier diese Moiron-Linie. Und da mache ich jetzt mal alle weg hier. Ich glaube, wir haben die jetzt komplett ersetzt. Und ich werde da jetzt die auf die neuen Bushaltestellen verlegen. So, so sieht es jetzt aus. Ist das zu dicht aufeinander hier? Ach nee, es gibt keinen zu dicht. Ich würde sagen, das ist okay. Jetzt haben wir die alle. Ich glaube, das passt. Oh, was machst du denn hier? Auf der 6. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das haben wir uns so nicht gedacht. Nimm nur mal die andere Haltestelle. So ist besser. Gut, weiter geht's. Ich pinne das mal gerade fest und dann entfernen wir die ganzen Bushaltestellen, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Der Übersicht halber. Ja, ich glaube, das passt. Sehr schön, wunderbar. Dann für den John würde ich fast sagen, machen wir da eine Verbindung von Citadelle de Jean da hier rüber. Beziehungsweise wollen wir erstmal gucken, ob die da überhaupt hinfahren wollen, ob das die interessiert. Ah. So richtig scheinbar nicht. Die wollen nach Chambéry. Da oben hin! Ach so. Ach so, klar. Wir sind ja hier in Voiron. Und die wollen dann wahrscheinlich in diesen neuen Zug hier rein. Und dann nach da oben fahren. Gut, aber sie wollen nicht unbedingt nach Citadelle de Jean da. Deswegen überlege ich, ob das jetzt wirklich was bringt. Da, 16 Leute wollen da bloß hin. 11 Leute. Ja. Wie sieht's hier aus? Voiron? Nee. Alcott ist weit unten. Also das ist nicht unbedingt notwendig, hier eine Querverbindung zu machen, glaube ich. Das brauchen wir nicht so wirklich dringend. Dann gucken wir lieber, dass wir diese Ortschaft hier und diese Ortschaft noch irgendwie anschließen. Ich überlege, ob wir hier eine Buslinie machen sollen von Moiron nach Toulon und weiter nach Binay. Dann hätten wir hier dieses Toulon irgendwie schön angeschlossen. Und Rief kommt natürlich extra hier hin. Bis zum Bahnhof. Wie schaut es da aus? Hat er noch Plätzchen? Nee, ist schon komplett voll. Hey, ist schön. Oh, da ist einiges los hier. Alter. Diese Strecke ist komplett überlastet hier. Ist der Hammer. Komm, da machen wir gerade noch ein paar mehr hin. So. Ach, das wird schon. Ah, ich freue mich, wie sich hier alles ausweitet und expandiert. Freut mich sehr.
Gut, hier werden wir jetzt mal eben die Straßen verändern. Anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ein bisschen größer. So. Okay. Gut. Das müssen wir hier eigentlich auch noch machen. So. Hier auch. Okay. Hier haben wir noch diese kleinen Kopfsteinpflasterstraßen, die werde ich eben auch ersetzen, würde ich sagen. So. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß hier. Ist irgendwie niedlich mit diesen Kopfsteinpflasterstraßen. Man merkt es einfach bei diesen Ortschaften, die so lange nicht beachtet worden sind, dass die immer noch diese alten Straßen haben. Keiner hat sich die Mühe gemacht, die irgendwie zu ersetzen. Ich finde das irgendwie schön. So. Oh, hier auch noch. Das habe ich übersehen. Gut, modernisiert. Wunderbar. Also, dann binden wir erstmal Rief an. Hier an die Plattform hier. So. Oh, da sind viele Busse. Nicht, dass hier wieder alles versperrt wird, aber ich glaube, das passt. Viele Leute wollen nach Sponsorino und Moiron. Oh mein Gott. Die Jacqueline, das ist die neue Jacqueline. Da müsste ihr, glaube ich, mal gucken, was wir mit der machen. Fassungsvermögen 100. Da kann man noch locker noch einen Wagen ranhängen, würde ich sagen. Mittelmäßige Leistung. Ah, da wird es langsam blöd. Aber 140 Kapazität wäre schon möglich. Wir lassen es bei 120. Und klonen sie mal. Wo steckt die Dame? Fährt gerade los. Boah, unser Depot. Müsste hier sein. Ja, das ist das hier. Ja, da müssen wir warten, bis die Jacqueline wieder auf dem Rückweg ist. Die ist jetzt gerade hier. Wo ist sie? Achso, die ist jetzt gerade hier. Da warten wir, bis sie dann hier unten irgendwo ist, hier, und wieder auf dem Rückweg fährt. Dann fahren die schön im gegenläufigen Takt. Und das passt dann, würde ich sagen. Gut. Okay, bis dahin gucken wir hier in Rief, dass wir da den Anschluss bekommen. Wir machen das am besten, das ist wieder so eine Stadt, wo man nicht so schöne Kreislinie machen kann. Und da müssen wir von Hand nochmal ran. Oh. Das ist ja alles der echte Landschaft hier. Das basiert ja auf einer echten Landschaft. Und ich denke mal, dass hier in Wirklichkeit ein kleiner Bach lang fließen würde. Oder ein Fluss oder sowas. Ja, wir ebnen das ein. Weg damit. So. Das ist eine kleine Straße hier, glaube ich. Oh, nee. Ups. So, jetzt kann man da auf jeden Fall eine Kreislinie machen. Ah, komm, noch nicht ganz. Oh, jetzt. Okay, jetzt kann man das machen. Da, sie haben schon dazwischen gebaut. Die freuen sich drüber, dass jetzt hier was los ist. Ich freue mich natürlich auch. Und hier direkt auf dem Weg zum Bahnhof. Da halten wir hier mittendrin nochmal an. Oh, Mist. Ich hab falsch gesetzt. So. Also, eine neue Linie vom Bahnhof. Zack. Darüber. Ja, irgendwie hätte ich mir das sparen können hier.
So, also. Rive Moira. Oh, die Güllefarbe muss weg. So, sehr schön. Straßenfahrzeuge. Gut. Geschafft. Wunderbar. Ich werde übrigens, weil wir nicht wirklich alles geschafft haben im Stream, am kommenden Samstag wieder einen Stream machen. Vielleicht wollen wir uns etablieren. Jeden Samstag Transport Fever abends. Mal gucken, ob das gewünscht ist, ob ihr da mitmacht, ob ihr Lust auf sowas habt. Und wir würden dann nächsten Samstag Stau machen. Stau und Bürgermeister-Stream. Also das wäre so ein bisschen was wir in nächster Zeit immer machen könnten. Bürgermeister und Staubehebung irgendwie so ein bisschen abwechseln. Wir haben in Valence heftigen Stau. Schauen, ich bin jetzt gerade mal drüber. Hier ist jetzt nichts, alles gut. Da oben haben wir ein kleines bisschen, das haben wir vorhin schon gesehen. Aber in Valence, da habe ich gesehen, dass es wirklich nicht so gut ist. Hier ist alles voll verstaut. Da müssten wir was machen. Was können wir dann in so einem Staustream machen, auch hier. Das wäre dann eben am Samstag so ein Stream, wo man das macht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wofür im Let's Play nicht so richtig die Zeit da ist. Und natürlich Bürgermeisterwünsche. Wir könnten Peters Schmalspurwünsche erfüllen, so Sachen. Also, wer Lust hat, dann kann er gerne wieder vorbeischauen. Ich denke, ich werde das mal ansetzen. Und, oh, da ist sie, Jacqueline. Oh, stopp, 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 die wird jetzt sofort geklont. Komm her. Jacqueline! Ja. Gut. Weiter geht's. Jetzt haben wir hier Rief angebunden. Na, oh, sind die schön. Auf einmal werden alle angebunden. Da fehlt noch Toulon. Wo wollen die denn überhaupt hin? Nach Voiron, also da hinten, da oben irgendwie hin. Moiron und Toulon. Achso, das sind sie selber. Da überlege ich sogar. Vielleicht. Nee. Hast du mir anders überlegt? Ich habe gerade überlegt, ob ich die Linie, die dann von hier, von Toulon kommt, ob ich die direkt bis nach Voiron führen soll. Aber das. Nee, ich glaube, das lassen wir. Weil wir haben ja schon eine Linie darüber. Die lilane hier. Nur vielleicht. Nee, wir machen die zum Bahnhof hier. Zum Zopf. Da ist jetzt schon alles belegt, oder? 1, 2, 3. Oh, ich glaube, da gibt es, glaube ich, Doppelbelegungen. Müssen wir mal eben schauen hier. Ja. Du sollst auf die 4. Ja, dann machen wir noch eins dazu. Aber das wird langsam zu einem richtigen Zopf hier. Gut, also dann machen wir das auch noch. Dass deine Busverbindung mal hinkommt. Dann haben wir gesagt, die fährt durch bis zum Bahnhof hier drüben. So. Okay, das waren wir heute noch. Dann haben wir heute einiges geschafft. Schon wieder diese Güllefarbe. Darf nicht wahr sein. Okay, die Linie ist da. Da kaufen wir noch jede Menge Tücher dafür. So, Toulon. Und wir gucken, ob wir von der anderen Seite aus auch noch losfahren. Dann tummeln die sich nicht alle so auf der Stelle. So. Also, jetzt haben wir hier diese Ecke wirklich schön angebunden, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist wirklich okay geworden. Und dann würde ich auch sagen, weil sich der John schon so lange Waren und Maschinenteile wünscht, dass wir uns als nächstes nach den ganzen Passagierlinien, die wir jetzt immer gebaut haben, mal um mehr Waren kümmern. Also entweder das
oder das Waren oder Maschinenteile. Da müssen wir erstmal gucken. Ich habe mir noch keinerlei Gedanken gemacht, wo und wie wir das machen. Da fällt mir gerade auch gar nichts ein. Da haben wir ein Warenwerk hier. Wir müssen aber erstmal für Stahl und für Plastik sorgen. Also das wird sich ein bisschen hinziehen. Da muss ich erstmal ein bisschen schauen, wo wir was wohin bekommen und wie das alles machbar wäre hier. Da haben wir unsere, da haben wir eine Plastikfabrik. Oh mein Gott. Und? Achso, das sind Werkzeuge. Die haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir haben auch noch, glaube ich, noch keine Werkzeuge, oder? Haben wir irgendwie schon mal Werkzeuge gemacht? Ich habe mich komplett nicht um Waren gekümmert. Das ist wirklich peinlich. Schauen wir mal kurz in die Industrien rein. Ja, Rohöl ist klar. Ziegel haben wir. Brot haben wir. Und es war's. Sonst noch nichts. Ziegel, Brot, Treibstoff. Mehr haben wir noch nicht. Oh mein Gott, das ist sehr peinlich. Ja. Was? 54% Transport nur. Hey. Also gut. Ja, da werde ich mal Gedanken machen müssen, wo wir das machen könnten. Hier hätten wir auch eine Warenfabrik. Aber auch da fehlt natürlich Kunststoff. Müssen wir mit dem Zug daherbringen irgendwie. Vielleicht. Sehe ich nicht so richtig. Der Zug. Also das Ding liegt einfach abgelegen. Das müssen wir mit dem Flugzeug, glaube ich, wegbringen, weil das. Oder halt von hier zum Bahnhof bringen. Aber da haben wir jetzt auch keine Güter dran. Also doch haben wir. Güter gibt's auch. Aber es ist nicht mehr so gut erweiterbar hier. Ah. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Woher wir Stahl bekommen, ist mir auch noch nicht klar. Wir haben hier Kohle, wir haben Erz, nochmal Erz. Da hätten wir auch eine Maschinenteilfabrik. Ja, also da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Es wird sich zeigen, da finden wir schon was. Die ganzen Ortschaften sind auch noch nicht angeschlossen. Aber das machen wir jetzt mal nicht. Wir gucken jetzt mal wirklich, dass wir mal ein bisschen den Fokus darauf legen, unsere ganzen Ortschaften mal mit Gütern zu versorgen. Ist ja auch nicht unwichtig. Ja, ich denke, das werden wir so die nächste Zeit mal machen. Staubehebung dann am Samstag. Und ja, ich würde sagen, dann sind wir für heute schon wieder durch. So schnell die Zeit immer rumgeht, ist immer schade. Echt krass. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Kommentare immer gerne her damit. Und habt eine gute Zeit. Bis dann, eure Lucida. Tschüss.